Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar spielen wir heute Minecraft, Super Smash Mobs und wow, es geht schon sofort los. Ich nehme mal eine Klasse, ich nehme mal das Skelett und zwar möchte ich hier erstmal die ganzen Kits durchspielen und euch alle mal zeigen und das halt in dem Video verpackt und in dem Video möchte ich noch ein paar Sachen anquatschen. Erstmal, was ist Super Smash Mobs? Es ist einfach so Minecraft PvP, man wird in der Arena gespawnt und man hat halt diese Kits. Ich bin jetzt ein Bogenschütze, ein Skelett und hab halt diese Axt, damit kann man normal zuschlagen oder rechtsklick macht man so ein, ja, steuert man halt so Knochen und verletzt die Gegner und man hat noch so einen Pfeil und Bogen, den man halt auch aufladen kann. Kann er mit seinem Pfeil und Bogen da rumschießen. Man kann auch Doppelsprünge machen und ja. Ich möchte ein bisschen Zeug ansprechen, aber zuerst sei gesagt, das Gameplay kann sein, dass es nicht allzu gut wird, weil ich mit dem derzeitigen PC maximal 25 FPS kriege und das ist halt echt eklig bei so einem Spiel, wo es auf FPS auch meistens drauf ankommt. Halt jetzt PvP, das ist sehr einigermaßen FPS-lastig. Wenn man da wenig FPS hat, dann ist das nicht allzu schön. Und yo. Ich war 2 Wochen weg, das habt ihr vielleicht gemerkt. Es kamen keine Videos. An Turns kamen noch 2 Parts. Weiß nicht, ob ich das weitermachen will. Weil ist doch ein bisschen langweilig und motiviert auch nicht so stark. Ja, müsst ihr schreiben, ob ihr das sehen wollt noch weiter. Ansonsten werde ich jetzt auf meinem Kanal, wenn ich den neuen PC habe, mehr Minecraft PvP Zeug bringen, weil es mir Spaß macht. Ich spiele öfters mal privat auch Minecraft sehr gerne irgendwie PvP Zeug. Und yo. Gut, ich war 2 Wochen an der Nordsee oben an Büsum, vielleicht kennen das einige von euch, ist so eine Hafenstadt und war eigentlich der Urlaub, möchte ich mal sagen, für den Arsch, weil, naja, die erste Woche war schön sonnig noch, da konnten wir erstmal alles aufbauen, ich wäre gerade fast runtergefallen, Alter, habe ich mir in die Hosen geschissen, okay, jetzt bin ich runtergefallen, aber ich habe ihn noch getroffen, cool, die erste Woche war sonnig, wir hatten schön Sonne, konnten alles aufbauen, war ganz schön. Konnten in die Stadt, konnten uns ein paar Sachen angucken. Zweite Woche war total für den Arsch, weil Orkan, Sturmböen und dann noch verkackter Regen, 24/7 möchte ich mal sagen. Und das war nicht so schön. Und vor allem hatte ich nur als einzigste zur Beschäftigung ein 3DS. Hatte zwar ein neues Spiel und zwar Kingdom Hearts. Vielleicht kennen das einige von euch, ist ein schönes Spiel. Die Runde haben wir gewonnen übrigens. Wow, ich bin überrascht, dass ich das geschafft habe. Yo, Kingdom Hearts habe ich auch sofort durchgezockt, weil ich nichts anderes zu tun hatte da oben, weil es, wenn da eine Woche nur Regen ist und wir nichts machen konnten, dann konnte ich nur zocken. Und ja, wir nehmen jetzt mal den Eisengolem, der hat wieder eine Axt, mit dem kann man halt normal angreifen, rechtsklick kann man Gegner an sich ranziehen und das macht auch Schaden und mit diesem Seismic Slam können wir halt so einen kleinen, ja, wie sagt man es, man springt so ein bisschen hoch und landet dann auf dem Boden und das macht so eine Druckwelle und macht halt auch Schaden und wir haben so eine schöne Rüstung. Genau, und jetzt kommen wir mal zu dem neuen PC, den ich mir machen lassen will. Das wird dann doch wohl noch ein bisschen dauern. Und zwar wollen wir nach Goslar fahren. Da ist so ein PC-Shop. Aber ich muss halt noch warten, weil mein Stiefvater, der das mit mir machen will, hat erst am Montag keine Arbeit, hat da erst frei und dann können wir da das erst machen.
Ich möchte meinen PC nicht selber zusammenbauen mit den einzelnen Teilen, weil ich Angst habe, dass da irgendwas schief geht, weil ein Kumpel von mir hatte da auch schon Erfahrung, dass das schief gegangen ist und da ist einfach mal, waren einfach mal so ein Prozessor 160 Euro für den Arsch, ne? Und da möchte ich das dann doch lieber ein bisschen safe machen und ja. Bumm. Das war übrigens der Seismic Slam. Slam. Ich mag das Wort Slam. Okay, das war ein Fake. Übrigens kann ich euch die Ultra Kits nicht zeigen, weil für die Ultra Kits muss man echtes Geld bezahlen, was ich ein bisschen scheiße finde übrigens. Aber was soll's denn? Die restlichen, die man sich freikaufen kann, wo man kein Ge Geld bezahlen muss, kein echtes, die kann ich euch alle zeigen. Da habe ich schon alle freigespielt, weil ich auch öfters mal gerne diesen Spielmodus spiele. Weil ich mag das so, PvP mit Kits. Das finde ich ganz schön. Da kann ich euch die ganzen Kits auch zeigen. Ja, mein PC. Wegen meinem PC werde ich dann, wenn ich den vielleicht habe, eines Tages mal, werde ich da auf jeden Fall noch ein Video drüber machen. Puh. Werde ich da noch ein Video drüber machen, was halt alles in dem PC ist, wie der aufgebaut ist und bla. Na du? Und jo. Dann, wenn ich den PC habe, dann werden auf jeden Fall mehrere Videos kommen in besserer Qualität und hoffentlich alles voll toll. Das hoffe ich doch mal. Und jo. Na, Creeper, Creeper. Creeper, Creeper. Okay, der eine hat übrigens dieses dunkle Skelett da, Wöber Skelett, das ist ein Ultra-Kit. Zeigt der Typ als Geld dafür bezahlt, dass er dieses Kit spielen kann. Also echtes Geld, also. Naja. Finde ich nicht so toll. Wird auch öfters mal im Chat geschrieben, Hero, Ultra, Noob, Gedöns, You are faggot, was weiß ich. Also ein Zeug, wenn sich Leute darüber aufregen, dass die sich gekaufte Kits geholt haben, gekauft, gedönst und so. Ja. So. Bist du der Echte? Ich glaube, du bist nicht der Echte, oder? Nee, das war nicht der Echte. So. Die wollen da oben kämpfen. Das heißt, ich will da auch nach oben. Also müssen wir hier irgendwie hoch. Hallo. Party? Habe ich gehört, hier oben. Ah, nicht mit euch Skeletten. Ah, so. Da haben wir ihn. Und auf meinem Kanal würde ich dann öfters Minecraft bringen. Aber auf jeden Fall, worauf ich auch so derbe Bock habe, ist endlich mal wieder mehr Nintendo-Zeug. Ich habe wieder mal richtig Bock, irgendwelche schön Nintendo-Spiele zu zocken, zu Let's Playen und das einfach hochzuladen. Und vor allem habe ich auch Bock auf die neuen Top-Titel von Nintendo, Wii U, Hyrule Warriors, Splatoon, alles was neu kommt. Oh, das wird einfach super toll. Ihr merkt, ich habe gute Laune. Ich bin einfach nur happy. Wir haben noch 3 Wochen schulfrei. Wow. Na, kannst du das mal aufhören? Wir haben noch 3 Wochen Ferien. Wir waren die letzten mit Bayern. Ja, unsere Ferien waren halt echt voll spät, haben die erst angefangen. Wir waren halt die letzten und das war ein Monat Verzögerung von den ersten und den letzten uns. Aber dafür haben wir jetzt noch länger Ferien. Wir haben jetzt noch circa 3 Wochen Ferien. Mit den dieser Zeit werde ich auf jeden Fall den PC schon mal zurecht haben und werde auf jeden Fall schöne, hoffentlich schöne Videos machen können. Und ja. Mal gucken, ob wir das mal gewinnen. Ich glaube nicht, einfach weil der Typ da mit seinen gekauften Kits da ankommt. Und
mit 20 FPS. Es ist auch nicht so schön zu spielen. Da habe ich auch auf jeden Fall einen großen Nachteil. Vielleicht, man wird es auf dem Video wahrscheinlich nicht so doll sehen, wie es sich spielt. Das ist auf jeden Fall etwas. Aber ich glaube, ich gebe mich trotzdem etwas gut. Oh, ist ein bisschen weit weg. What the fuck? Ah, das war gut mit ihm gemacht. Erstmal den River da unten machen und bla. Na, wo ist er? Habe ich ihn gerade getötet? Na. Der kann aber gut spielen, muss ich echt sagen. Also, der kann mit dem Kit umgehen. Klar, wenn man schon intensiv auf den Server spielt, dann kann man ja auch mal Geld ausgeben, wenn man halt viel spielt und da Erfahrung hat und es einem Spaß macht, dann finde ich das auch nicht schlimm, aber diese Kids sind echt, naja. Ich gebe mich geschlagen, der wird wahrscheinlich gewinnen. Er kann auf jeden Fall gut spielen und ich gönn's ihm, wenn er gewinnt. Und sorry nochmal für die Klickgeräusche, meine Maus ist halt sehr laut. Bam. Er tauscht immer rum mit seinem Kumpel da. Ist verwirrt. Okay, wir haben es doch noch geschafft. Es war relativ knapp. Auf jeden Fall war das ein good game. GG. Und ja, das war es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein ein Like da lassen oder Kritik schadet nie. Und ja, das war's von dem Video. Bis dann, Leute, und tschüss.